Ich begrüße euch ganz herzlich hier zum zweiten Tag von dem kleinen Trainspotting Experience. Ich habe den Standort gewechselt und nutze kurz die Zeit, dass kein Zug hier vorbeifährt. Und zwar habe ich den Standort gewechselt. Ich bin jetzt an der Strecke von Mannheim nach Schwetzingen. Das müsste die Kursbusstrecke 4200 sein. Ich höre schon, wie die Gleise anfangen zu summen. Ich gucke gerade noch, in welche Richtung der Zug kommt. Vorschriftsmäßig werde ich dann natürlich einen Schritt zurückgehen. Ich habe mir eine Warnweste angezogen. So, das war der neue Mireo. Schönes Teil eigentlich, muss ich sagen. Ja, ich war noch gar nicht fertig mit erklären. Ich stehe an der Strecke 4200, müsste das sein. Hier geht's, wie gesagt, nach Mannheim Hauptbahnhof direkt und in diese Richtung nach Schwetzingen. Ich habe sowohl dort hinten das Signal im Blick, als auch dort hinten das Vorsignal. Und ja, werde euch nun von dieser Stelle ein bisschen Züge zeigen. So, die Gleise fangen wieder an zu summen. Und da kommt der Gegenzug. Ich muss sagen, Mireo gefällt mir irgendwie. So, ich habe nochmal den Standort gewechselt. Auf der anderen Strecke war einfach nichts mehr los. Ich stehe jetzt wieder an der Strecke von Schwetzingen zum Abzweig Mannheim-Ziehbrunnen. Aber nicht wieder auf der Brücke, sondern an einer anderen Stelle. Eher in Richtung Schwetzingen. Und hinten im Hintergrund sind gerade die Bahnschranken runtergegangen. Das könnt ihr im Video vermutlich nicht sehen. Und da hier dieses Blocksignal dementsprechend nicht auf Fahrt gegangen ist, kann der Zug eigentlich nur von dieser Richtung kommen. Warten wir mal ab. Ja, ein komplett bunt gemischter KLV. Schön.
alle nette TFs natürlich auch einen Gruß zurück. Und der nächste Zug rollt von Richtung Schwetzingen an. Da habe ich doch gerade glatt schon die Kamera wieder in Richtung Schwetzingen gehalten. Es kommt tatsächlich der erste Zug aus Richtung Mannheim. Ja, kommt er auch schon. Und gleich nochmal ein Gegenzug. Sehr schön. Werden wohl neue Schwellen gebraucht irgendwo? Ist euch das schon mal aufgefallen? Größtenteils fahren hier Trax 1er der Baureihe 185 rum, die alle die Schweiz-Zulassung haben. Interessant. Ich bin mal gespannt, ob wir noch andere Loks hier sehen auf der Strecke. So, wir sehen, das Zwischensignal hat umgeschalten von HP0 auf HP1 mit VR2. Heißt Fahrt mit Langsamfahrt erwarten. Schauen wir doch mal, was da um die Ecke kommt gleich. Schön, den Luftzug des Zuges zu spüren hier in der Sommerhitze. Dankeschön, Zug. Thank you.
kommt euch diese Konstellation von diesem Zug bekannt vor, von Teil 1? Ich bin nämlich an der gleichen Strecke, es ist auch wieder Cap Train, hinten war LKW Walter drauf. Nur in Teil 1 war noch eine zweite Lok hinten dran. Interessant, was Cap Train hier fährt. Kleiner Stahltransport, aber auch wieder mit einer Mehrsystemtrax 1. Sie ist anscheinend sehr beliebt hier auf der Strecke. Wie ihr vielleicht gesehen habt, das Zwischensignal ist zwischenzeitlich auch wieder auf Fahrt gegangen. Und ich höre auch schon die Gleise summen. Das Vorsignal steht wieder auf VR2. Den Schleier gesehen, den Zug hinter sich setzte. Das war, weil er an diesem Signal VR2 bekam und abbremsen musste. Das war der Abrieb, oder besser gesagt eigentlich der Abrieb der Bremsen. Hat man schön gesehen. Liegt sogar immer noch leicht über den Gleisen. Heftig. Herzliche Grüße natürlich auch zurück, wenn du das siehst. Ja, und mit dieser schönen Abendsonne hier verabschiede ich mich auch von Teil 2. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht tatsächlich, und wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst es mich gerne wissen. Falls ihr mehr sehen möchtet, schreibt es unten rein. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bei dem nächsten Video wieder, egal was für eine Art. Danke fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüss.